Hey, jetzt habe ich das eine Video aufgenommen und dann habe ich das noch so in mir wirken lassen, war dann gerade so dabei, ach, das lade ich jetzt einfach schon hoch, um es eben mit dem Team zu teilen und so. Hey, und dann kommt ein Anruf rein und es ruft der Moritz an. Und Moritz ist jemand, der hat mich kontaktiert, auch zum Thema Waldbaumhauscamp vor 1,5, 2 Wochen. Das heißt, neuer Mensch sozusagen in die Runde. Und dieser neue Mensch bringt natürlich neue Energien mit rein, neue Ideen, neue Kraft, Motivation, keine Ahnung, was alles. Hey, ich habe ihm die ganze Situation geschildert, auch gerade das, was ich vorher in dem Beitrag aufgenommen habe. Und er war irgendwie berührt, aber das Schöne ist auch, er ist nicht so betroffen. Er ist irgendwie einfach noch neutraler, unbeteiligter. Und ich habe auch davor schon das Gefühl gehabt, hey, ich habe das jetzt ausgesprochen, ich habe es besprochen und ich lasse es los und öffne mich. Und ich öffne mich für das, was kommen mag. Und das ist wieder das, was ich merke, worum es auch wieder geht, was ich noch lernen darf und was ich auch glaube, weshalb dieses Projekt, dieses Herzensprojekt, dieses Waldbaumhauscamp und für jeden anderen so ein Herzensprojekt einfach, dass das so. Ah, okay. Wir werden gerufen. Ja, gleich. Genau, dass das so transformativ ist und es wieder um für mich Basis-Lebensthemen geht. Und das eine ist halt dieses, hey, im Vertrauen bleiben. Wenn das sein will, dieses Projekt, dann wird das sein, zur rechten Zeit am rechten Ort. In der Geduld bleiben, so krass in der Geduld bleiben und in der Ausdauer und nicht festhalten, wirklich nicht festhalten an Emotionen, an Menschen, an Situationen, sondern okay, kurz wahrnehmen und dann wirken lassen. Aber dann auch wieder weiterschauen, weitergehen, weiterkommen, sich öffnen und loslassen. Und das ist ganz, ganz, ganz spannend. Und ja, das wollte ich rausgeben. Also durch diese neue Person hat sich vielleicht auch jetzt schon wieder eine neue Möglichkeit gezeigt. Vielleicht mit einem neuen Wald, vielleicht mit, ja, wird sich zeigen. Spannend, spannend, spannend. Und mir geht es auch gleich viel, 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 viel besser. Das ist so eine Riesenerkenntnis. Das ist sehr herausfordernd und ja, aber es ist viel leichter. Es ist viel leichter, wenn ich nicht so krass an etwas haften bleibe. Ne? Und nicht so krass irgendwie mitgehe, sondern eher mit dem Fluss mitgehe und mich nicht blockiere und ständig auf diese Veränderung eingehe. Auf diese, ja, also dass ich einfach sehr flexibel bin. Sehr flexibel. So, lass jetzt mal stehen, weil wir wurden jetzt schon ein paar Mal gerufen hier. Ich bin hier noch auf einem Gelände, wo das Heimatfestival war am Wochenende und ich helfe hier noch ein bisschen mit und jetzt wird es Zeit. Jetzt gehe ich. Also, alles Liebe, alles Gute. Für euch alle da draußen. Namaste und Lokasamastha Sukhino Bhavantu.